Was geht ab, meine verspielte Nachtfixe? Wir reagieren heute wieder auf SCP-Chroniken. Ersetze meine Haut mit Flicken. Ich weiß nicht, was das heißt, ich weiß nicht, was das soll, wir schauen einfach rein. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich werde nicht viel reden und ich werde es versuchen, Leute. Ich werd meinen Mund halten. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Ich glaube, es geht irgendwie um eine Puppe. Um irgendwie so Horrorpuppen, kann ich mir vorstellen. Mein Gott, was für ein gruseliger Ort. Ja, ich weiß. Das Ding ist, Leute, ich will euch nur einmal kurz noch mitteilen. Ich fühle SCP-Chroniken mehr als Professor Dr. Dingsvoid. Muss ich ehrlich sagen. Weil das ist, ich finde, das sieht aus, als würden wir eine Serie gucken. Und Professor Void, Dr. Void, Detektiv Void, irgendwie, ich fühle den nicht. Es tut mir leid. Es ist abgeschlossen. Ich kann nicht sprechen. Hey, wer ist da? Brauchen Sie Hilfe? Oh Gott, hinter dir, Bruder, hinter dir! Das fängt gut an. Also es fängt echt gut an, die haben es gut gemacht. Was für eine schöne Stimme. Oh. Was zum... What? Oma hat ihn gebankt. Also ihr wisst schon, also geschlagen. Oma hat ihn gebankt. Ich weiß auch nicht, heute ist komischer Tag. Kennt ihr das, wenn die Tage komisch sind? Heute sind sie besonders komisch. Ey, da ist Amir wieder. Bendy! Ist das immer derselbe? Ist das immer derselbe eigentlich? Kann das sein? Ich komme, Dad. Oder sehen die ähnlich? Nein, ist nicht immer dieselben. Oder aber eine nice Tochter hat, ey. Eine nice Tochter hat, ja. Was alle Teenager heutzutage tragen. Okay, lass uns gehen. Coole Haarfarbe. Der 15-jährige Kirk Regan wird immer noch vermisst. Der Teenager wurde zuletzt gesehen. Warte mal. Lukas hier? Bin schon Lukas unterwegs. Lukas, der sieht aus wie seine Tochter. Also 1:1 dasselbe Gesicht. Schau mal, die haben dasselbe Gesicht einfach. Stell euch mal die Haare so weg, nur dieser Bereich hier. Die haben doch 1:1 dasselbe Gesicht einfach draufgeklatscht. Aber 1:1 dasselbe. Du hast versprochen, diesen Tag mit mir zu verbringen. Es tut mir leid, aber das ist wichtig. Offenbar wichtiger als ich. Mach doch nicht auf den jetzt, Mandy. Manchmal mach doch nicht auf den. Manchmal ist mein Job wirklich am wichtigsten. Besonders jetzt, wo ich, Lukas Parrish, versucht habe, meinen früheren Posten zurückzubekommen. Bis vor kurzem war ich Leiter der SCP Foundation Base. Wurde hat aber Job nach verloren. Einem dummen Unfall degradiert. Wurde gekündigt. Parrish, du hast dir wirklich Zeit gelassen. Heute ist mein freier Tag. Als ob mich das interessiert. Kümmere dich um den Fall, aber schnell. Ist das nicht der vermisste Kirk Regan? Ist das nicht eine Angelegenheit der Polizei? Alle Einzelheiten sind in dem Bericht enthalten, Lucas. Jetzt verstehe war ich, das warum der Junge, die Foundation oder? Den Fall übernommen hat. Der Teenager hatte keine Stimmbänder. Keine Spuren eines chirurgischen Eingriffs. Sie sind einfach verschwunden. Jemand hat ihnen seine Stimme geklaut. Ey, guck mal, schaut mal wirklich auf die Beine. Wie die sich in Zeitlupe bewegen. Achtet mal drauf. Guck mal, die Beine an. Und die berühren gar nicht den Boden so richtig. Hey Jungs, wie wär's mit ein bisschen Spaß? Seht ihr das Haus? Da wohnt Lydia Rivers. Diese verrückte alte Frau mit dem hässlichen Gesicht? Ich glaube, ihr Enkel ist kürzlich gestorben. Gestorben? Ich wette, die alte Hexe hat ihn selbst umgebracht. Oh shit. Niemals. Ich schwöre es, sie war mal Spielzeugmacherin, bis sie völlig durchgedreht ist. Die Arme. Kein Wunder, hat die Hass auf Kinder. So eine, da wirkt sie sympathisch. Lass uns hier verschwinden. Handy runtergefallen. Wo ist es? Suchst du das? Oho. Ja. Gib Oma hat zurück. iPhone gerippt. Vergiss es, du böses Mädchen. Oh, schaut euch mal den Hals an. Einfach Handy gerippt. Es gelang mir, Kirks privaten Account in den sozialen Medien zu finden. Aber selber schuld. Wo er seine Videotage veröffentlichte. Mitgefangen. Jetzt stand mir eine aufregende Nacht bevor, in der ich sie mir ansehen konnte. Aber dann fand ich einen interessanten Fall in der offenen Datenbank der Foundation.
Bob Harley, der schwer an Lungenkrebs erkrankt war, fand auf seiner Veranda einen Teddybär mit einer Nachricht, auf der stand: Gute Besserung. Dem Mann zufolge erwachte der Bär in der Nacht zum Leben und baute ihm eine neue Lunge zusammen. Sie ersetzte irgendwie seine Lunge und Bob ging es so gut wie nie. Klingt verrückt, aber klingt komplett verrückt. Ärztliche Erklärungen und einen seltsamen Röntgenscan. Wer würde seine Zeit mit den sozialen Medien von Teenagern verschwenden, wenn wir einen Kerl mit einer zusammengeflickten Lunge in seiner Brust haben? Ich muss Kelly davon überzeugen, mich auf den Fall anzusetzen. Komm schon, wir können Kirk Regan sowieso nicht helfen. Ich kümmere mich später um ihn. Ich verstehe, warum du so aufgeregt bist, Parrish. Du bist hinter meinem gemütlichen Sessel her, nicht wahr? Ich tue nur meine Pflicht. Sicher tust du das. Okay, Bob Harley hat den anormalen Bären ins Sacred Heart Krankenhaus gebracht. Ich wollte sowieso jemand hinschicken, also siehst du nach. Ja, Ma'am. Leute, entspannt bis jetzt, entspannt. Entspannt, aber ich liebe dieses Format. Sitzen, gucken, fertig. Darf ich mir das ewig anhören? Wo hat die Hexe mein Handy hingelegt? Ja, Zeit zu verschwinden. Wieso chillt das Handy da im Keller? Verdammt! Ah, richtig. Du bist es. Ich mag deine Haut. Verpiss dich! Oh mein Gott! Störte. Wohin willst du? Oma ist aggressiv. Na los! Ich kriege dich! Scheiße! Mist! Als Bob den Teddybär brachte, dachte ich, er hat den Verstand verloren. Aber nachdem ich seine Röntgenbilder und Blutproben gesehen hatte, glaubte ich ihm. Dieses Mädchen hatte bestenfalls noch einen Monat zu leben. Leberzirrhose. Ich beschloss, dass es sowieso nicht schlimmer werden würde und brachte den Bären auf ihre Station. Am Morgen waren ihre Vitalwerte wieder normal. Wir machten eine Leberbiopsie und sahen, dass sie... Leute, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas guckt, aber trotzdem, gerade wenn nichts passiert oder so, nebenbei so ein bisschen am Handy sein, ist normal. Manchmal ist... Während man was guckt, chillt man manchmal so sehr am Handy, dass man eigentlich... Keine Ahnung, ist die Folge vorbei oder so. Deswegen, Leute, normalerweise müsst ihr das Handy weglegen, wenn ihr irgendwas anguckt. Weil sonst konzentriert ihr euch nicht richtig, so wie ich gerade. Egal, ja, ihr gönnt, oder? Wolle in ihrer Bauchhöhle hatte. Ja, das ist ungewöhnlich. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ihr seid also von einem Geheimdienst. Wie in Akte X oder... FFP2-Maske. Gott, ich dachte, er würde nie die Klappe halten. Wir haben das Objekt beschlagnahmt und allen, die damit in Berührung gekommen sind, ein Amnesiemittel verabreicht. Wir haben die geborgenen Personen überwacht, um ihren Zustand zu kontrollieren. Wird dieser Container bewacht? Komm schon, Boss. Es ist doch nur ein Teddybär. Ein Teddybär wie dieser hatte mich fast umgebracht und mich die Position des Leiters der Basis gekostet. SCP-1048 war ein harmloses Spielzeug und bewegte sich frei auf dem Gelände, bis er eine Kopie von sich selbst aus Metall anfertigte und fast alles um sich herum zerstörte. Das war mein Fehler. 2 Wochen Papierkram wegen Verstoßes gegen das Beförderungsprotokoll. Ja, Sir. Schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr, dass es sowas gibt wie SCP Foundation? Weil viele glauben es wirklich. Ich bekomme sogar manchmal so Instagram-Nachrichten, wie manche schreiben, wo ich auf meinem Hauptkanal mal so Videos gemacht habe zur SPC Foundation, schreiben die so, ja, sie haben versucht, uns anzurufen und was ist nicht, die nehmen das voll ernst so. Schreibt mal, glaubt ihr, es gibt sowas wirklich? Kann ja sein. Kann ja sein. Gibt ja alles Mögliche auf der Welt. Warum soll es nicht auch das geben? Nein, Leute. Das Material, aus dem das Objekt bestand, war nicht anormal. Wir mussten es einem Praxistest unterziehen. Ich brauche jemanden aus Klasse D mit Nierenleiden. Dieses Plüschmonster verschwendet keine Zeit. Sobald das Organ fertig war, verlor der Proband das Bewusstsein. Und der Bär setzte die gestreckte Niere auf seinen Körper. Und sie versank einfach darin, während die beschädigte Niere verschwand. Für das nächste Experiment ordnete Kelly an, mehreren Klasse-D-Personen Wunden zuzufügen und sie in die Zelle zu lassen. Den Bär kümmerte nicht die Art der Verletzung. Er heilte sowohl Wunden als auch kranke Organe gleichermaßen gut. Aber verrückt gemacht, diese Erfindung. Ich meine, wer kommt auf solche Ideen? Heilen, die während der Mission verletzt wurden.
Denk nicht einmal daran, Kelly. Wir wissen immer noch nicht genug darüber. Letztes Mal hatte ich fast... Ich bin nicht du. Du gehst zu weit, Lucas Parrish. Wie sie mit Vor- und Nachnamen anspricht. What? Hat der Schlappe zu mir nicht gesagt? Jetzt, Wendy. Lucas Parrish? Scheiße, er hat aufgelegt. Ich hab dich. Ah! Du kannst... Ich schwör's euch, Granny. Einfach Granny. Aber ich komme immer noch nicht klar darauf, dass der Schlampe gesagt hat. Nicht entkommen. Lass mich in Ruhe. Oma? Haben wir Gäste? Oh! Oh Gott! Oh, sieh, was war das? Links? Hat sie ihr Handy zumindest? Halt! Dieses CGI-Effekt! CGI! Mein Gott! Oh mein Gott! Was? Als ob das Ding explodiert ist. Der Beta 3 kehrte zum Stützpunkt zurück. Die Soldaten waren bei dem Einsatz schwer verletzt worden und Kelly befahl, sie so schnell wie möglich mit halt Hilfe doch des dein Maul. Zu heilen. Kelly, das ist falsch. Du kannst das Objekt nicht gegen unsere Leute einsetzen. Das ist deine letzte Warnung, Lucas. Lucas Parrish. Ich bin beschäftigt. Was? Oh mein Gott, ist sie am Leben? Ich bin schon auf dem Weg. Also da hätte er besser acten können, oder? Seine Tochter ist fast vom Sterben. Oh mein Gott, ist alles okay? Ich bin schon auf dem Weg. Du musst ein bisschen mehr eskalieren, Bro. Was ist los? Wendy, sie hatte einen Unfall. Sie ist in einem kritischen Zustand, hat Verbrennungen am ganzen Körper. Wir könnten sie in unsere Krankenstation bringen und sie mit einem Bären heilen. Stimmt. Ich will verdammt sein, wenn ich das zulasse. Wendy, mein Nein, das wird Mädchen. So sein. Mein Gott, sie dürfen nicht hier rein. Was ist los? Raus hier, wir verlieren sie. Nein, Wendy. Bisschen mehr, also bisschen mehr Voice Acting, ein bisschen. Ich bringe Wendy. Beeilt euch, sie hat nicht mehr viel Zeit. Kaum war der Bär da, machte er sich an die Arbeit. Er ersetzte Wendys Verbrennung durch Lumpen. Mir gefiel das nicht, aber Wendys Leben stand auf dem Spiel. Ich finde, sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde, das hat echt Potenzial, die Kacke. Mit diesen Bären und halt dies. Man kann da richtig einen richtig geilen Film draus machen oder so. Ich finde das irgendwie, diese ganze SCP-Kacke, wie gesagt, man könnte da echt so einen richtigen Film draus machen. So viel Potenzial, die Scheiße. Wendy. Sie ist bewusstlos. Aber ihre Werte sind stabil. Sie wird wieder. Nehmen Sie das Objekt weg. Einfach Teddy hat sie gerettet. Teddy. Gott, mein kleines Baby. Vor allem, das hat irgendwie Style gehabt, muss ich sagen. Wie geht's, Bruder? Das Leben ist gut, stimmt's? Wie aggressiv der guckt. Ich hab das Gefühl, dass dadurch aber andere Leute sterben. Oder so. Dass so andere Menschen dafür geopfert werden, dass Teddy solche Fähigkeiten hat. Monster? Wo? Die alte Frau. Die alte Frau hat es geschafft. Was ist passiert? Lucas, schnell. Wir haben ein Problem. Aber ihre Werte sind stabil. Sie wird wieder. Nehmen Sie das Objekt weg. Er wurde auf der Straße gefunden. Das ist Bob Harley, der Mann, der von unserem Objekt eine neue Lunge bekommen hat. Nun, jetzt ist sie aus seinem Körper verschwunden. Keine Anzeichen eines chirurgischen Eingriffs. Verdammt nochmal. Wir müssen nach den anderen sehen. Schon geschehen. Das Mädchen mit der gestrickten Leber ist auch gestorben. Das ersetzte Organ ist ebenfalls spurlos verschwunden. Was haben wir nur getan? Wir waren zu voreilig. Einer nach dem anderen starben die Mitarbeiter der Klasse D, die von Objekt 2295 geheilt worden waren. Ach du Shit. Die Soldaten von Beta 3 waren die Nächsten. Und mir wurde klar, dass Wendy bald an der Reihe sein würde. Gott, wie konnte ich das nur zulassen? Kelly hat einen Fehler gemacht, als sie zuließ, dass der Bär auf unser Personal angesetzt wurde. Aber ich habe es vermasselt, indem ich meine Tochter daran teilhaben ließ. Mein kleines Mädchen. Ich war nicht da, als sie mich am meisten brauchte. Es ist alles meine Schuld. Aber die wäre eh gestorben. Die Menschen versuchten, eine Hauttransplantation vorzunehmen. Aber ihr Körper stieß sie ab. Krass. Verdammt. Ich musste meine Tochter retten. Ich erinnerte mich an den Jungen, dessen Stimmbänder ohne Operation verschwanden. Vielleicht war auch Kirk Regan von Objekt 2295 betroffen. Ich hatte gehofft, in seinen Videotagebüchern Antworten zu finden. Tommy hat erinnere mich an den Typ von Stranger Things. Was für eine gruselige alte Frau.
Sie ist Puppenmacherin und stellt alle möglichen verrückten Spielzeuge her. Sie lässt Tommy nicht nach draußen. Der Typ geht nicht mal zur Schule. Ich glaube, ich bin sein einziger Freund. Tommy möchte von der alten Frau wegkommen. Er wird es ihr heute Abend sagen. Richtig, die alte Hexe macht also Puppen. Vielleicht hat sie auch diesen Bären gemacht. Ich muss es überprüfen. Ich kann's nicht glauben. Tommy ist tot. Er ist die Treppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Gleich nachdem er beschloss, vor seiner Oma zu fliehen. Das ist ein seltsamer Zufall. Weißt du, was noch merkwürdiger ist? Die alte Frau hat nicht geweint, als ihr geliebter Enkel ins Grab gesenkt wurde. Sie war es definitiv, die ihn getötet hat. Auf jeden. Ich werde es beweisen. Die hat Steck am Drecken, die Oma. Das ist interessant. Warst du wirklich in ihrem Haus? Ich verfolge die alte Frau schon seit einer ganzen Woche. Sie ist wirklich verrückt. Eines Tages schaute ich in ihr Fenster und sah, wie sie eine Art gruselige Puppe nähte, die so groß war wie ein Junge. Heute werde ich in ihr Haus eindringen und alles herausfinden. Ich hoffe, ich komme lebend zurück. Ich beschloss, bei der alten Dame nachzuhaken. Da sie eine Puppenmacherin ist, kann sie vielleicht unser Objekt identifizieren. Mrs. Lydia Rivers? Ja? Oh, die macht auf süß jetzt. Ich untersuche den Mord an Kirk Regan. Kannten Sie ihn? Ja, ja. Er war mit meinem Enkelsohn befreundet. Aber Tommy ist gestorben. Und dann dieser hier. Wie war noch gleich sein Name? Kirk. Gift drin oder so. Ich begann ihr weitere Fragen zu stellen, aber es schien, als ob diese alte Trödlerin völlig den Verstand verloren hatte. Die alte Frau schien ganz harmlos zu sein. Aber dann hörte ich seltsame Geräusche aus dem zweiten Stock. Ist jemand da oben? Oh, ich bin ganz allein im Haus. Warten Sie, Mister. Sie können da nicht hingehen. Ja. Ist da jemand? Mach die Tür nicht auf, du Mistkerl. Was ist los, Mrs. Rivers? Moment mal. Was macht Wendys Rucksack hier? Wer ist da? Oh, Scheiße. Oh shit. Es lebt. Oh shit. Das ist also das Monster, von dem Wendy gesprochen hat. Bleib weg von mir. Fass Oma nicht an. What the? Verdammt nochmal. Du steckst in großen Schwierigkeiten. Ich bin ein Special Agent. Danke, dass du meinen Teddybär zurückgebracht hast. Schon cool gemacht, auf jeden Fall. Tommy war ein böser Junge. Er wollte mich verlassen. Und ich beschloss, mir einen neuen Enkel zu machen. Du hast ihn also doch getötet. Gut, dass ich einen Teddybär hatte. Er findet kranke Organe bei denen, die zufällig in der Nähe sind. Und ersetzt sie durch gestrickte Organe. Fleckenorgane bleiben in den Körpern der Menschen, wachsen heran und wandern dann in meinen Jungen. Der Bär muss an den Wirt gebunden sein, damit er weiß, wohin er die neuen Organe bringen muss. Ich musste nur Tommys Haare hineinstecken. Oh mein Gott. Du bist verdammt krank. Ich habe Kirk, diesem bösen Jungen, die Stimmbänder genommen. Ich wollte alles andere nehmen, aber der Bär heilt ein Organ nach dem anderen. Also musste ich das Spielzeug diesem Idioten Bob geben. Was soll ich dir wegnehmen? Die Oma hat das alles geplant. Die Oma ist am Arsch. Und das Viech sowieso. Mistkerl. Und die Animation erst recht. Oh, hat die Oma abgeknallt! Wendys Flickenhaut begann zu verschwinden. Das heißt, sie stirbt. Es ist so kompliziert! Wendys Flickenhaut begann zu verschwinden. Oh, mein Gott! Ich habe dich an Wendy gefesselt, du ausgestopftes Monster. Ich hoffe, das funktioniert. Hat funktioniert. Mein kleines Mädchen. Die sieht voll cool aus jetzt irgendwie. Sie hat immer in einer Isolationszelle leben müssen.
Nun, zumindest werden wir jetzt mehr Zeit miteinander verbringen. Oder? Es hat schon was, so ein bisschen Style. Wir haben die Autopsieergebnisse. Aufgrund von Kellys unbedachten Entscheidung wurde sie degradiert und ich bekam eine frühere Position zurück. Leute, ich bin komisch. Aber es gab immer noch zu viele Fragen über diese alte Frau. Ich bin komisch. Wie konnte sie Spielzeug zum Leben erwecken? War sie selbst ein anomales Objekt? Sehen Sie, es ist, als wäre sie aus verschiedenen menschlichen Teilen zusammengesetzt. Oh Gott. Haut, innere Organe, alles stammt von verschiedenen Menschen. Das ist Psychopathie. Wir haben keine Psychopathie. Dieser Frau gefunden. Aber wir haben Dokumente gefunden, die bestätigen, dass der echte Tommy von Lydia adoptiert wurde. Sie ist also nicht nur ein anomales Objekt. Jemand hat sie und den Teddybären auf die gleiche Weise erschaffen, wie sie flicken, Tommy. Aber wer... Made in China. Wondertainment. Was soll das bedeuten? Toys R Us. Dass unsere Arbeit noch nicht zu Ende ist. Diese Folge wird weitergehen. Ich sag, da wird Part 2 bald rauskommen. Safe. Safe Part 2. Er tut das Herstellen. Er ist die Spielzeugfabrik. Schon sehr, sehr cool. Also wirklich. Leute, könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Das ist cooler als Professor Dr. Kawashima. Ihr wisst schon. Freunde, wenn ihr Bock habt, dass wir weiter auf SCP-Chroniken reagieren, dann möchte ich, dass ihr einmal mit... Ach, Leute, das ist alles durchgelutscht, langweilig. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ich küsse euch.